Moin moin miteinander und herzlich willkommen zurück zu Day of the Tentakel. Ja, was machen wir denn heute? Ich muss gestehen, ich habe jetzt ein paar Tage nicht gespielt und das ist eigentlich, naja, gar nicht so gut, denn, naja, dies ist eine Adventure und da muss man sich schon so ein bisschen daran erinnern, was man so gemacht hat. Ich muss mich jetzt erstmal wieder so ein bisschen... Okay, 1, 2, 3, alle... Was haben wir denn so an den letzten Gegenständen bekommen? Wir haben, glaube ich, die Kombination für den Safe, ne? Und den Safe haben wir auch schon aufgemacht. Ich kenne die Kombination nicht. Nein, den Safe haben wir nicht aufgemacht. Safe haben wir nicht aufgemacht. Dann müssen wir uns das Videoband wahrscheinlich doch nochmal angucken, ne? Joa. Na gut. Chuck die Pflanze. Ein gartenbaulicher Albtraum. Okay, dann gehen wir nochmal in den... Ja, fangen wir so an. Wir gehen jetzt in Ednas Raum und gucken uns das Videoband nochmal an. Denn die Kombination haben wir... Die haben wir doch aufgenommen, oder nicht? Links, rechts, links, rechts. Ednas Raum. So, Videoband. Und benutzen. Genau. So. Zurückspulen. Brrrt. Play. Dr. Fred Edison. Steuerfahndung. Steuerfahndung. Bitte kommen Sie mit. Wir würden gerne mal Ihre Bücher einsehen. Oben. Oben. Okay. Aber das haben wir schon mal gesehen. Wieso kennt er die Kombination nicht? Wobei... Okay, er dreht zu schnell, ne? Moment mal, Moment, Moment, Moment. SPIP. Gucken wir mal. Okay, Zeitlupe. Aha, 101. 999. 57. Quietsch. Boing, 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 boing. Dr. Fred. Edison. Steuer. Fahndung. Bitte kommen Sie mit. Okay. Nochmal zurückspulen. Ich glaube, das hier können wir wieder auf normal stellen, oder? Und Band auswerfen. Okay, haben wir. Können wir noch was machen hier? Nein, Edna könnte zurückkommen und ich habe Angst vor ihr. Nein, Edna könnte zurückkommen und ich habe Angst vor ihr. Nein, Edna könnte zurückkommen und ich habe Angst. Nein, Edna könnte zurückkommen und ich habe Angst vor ihr. Nein, Edna könnte zurückkommen und ich habe. Nein, Edna könnte zurückkommen. So, okay. Wir haben die Kombination. Ab zum Safe. The Safe is ours. Könnte man sagen. Also schnell, schnell, schnell. Zuck, zuck, zuck. Schwuppdiwupp. Schnipp und schnapp. Schwubbeldidupp. Okay. Na, kannst du ihn jetzt aufbauen? Mal sehen. Aha. 101. Aha. 999. 57.
Quietsch. So, Vertrag. Nimm. Schwupp. Noch irgendwas? Leer. Okay, angucken. Die Gruppe aus dem ersten Teil soll hiermit bekannt sein als... Als? Ein verrücktes Genie. Okay, und was machen wir damit jetzt? Gib Vertrag. Den Vertrag hat er aber nie unterschrieben. Das heißt also, wird es was bringen, wenn man ihn jetzt irgendwie unterschreibt und abschickt, dass man dann Kohle bekommt ohne Ende? Hier vielleicht Bernhard? Quatsch. Besser nicht. Okay, Ed darf nicht unterschreiben. Gut, dass wir Dr. Friedmann schon eingewickelt haben, was? Das rote Band wird ihn ganz gut beschäftigen. Was glaubst du, was die Dodgers machen? Nun, ihr Gewonnen-Verloren-Verhältnis ist 28% unter Normal. Trotzdem sind sie seit Mai um 3 Punkte gestiegen. Ich habe bemerkt, dass sie sich nach einem Flugball ganz gut machen, wenn der Werfer Linkshänder ist und eine grüne Mütze trägt. Faszinierend. Okay. Sagtest du, du hättest dort an der PP41 dies und jenes Erklärung liegen? Nein. Ist das ein W390B-Sinnreport? Nein, es ist wieder ein 561AB-Unangenehme-Dinge-Bericht. Aha. Gut, dass wir Dr. Friedmann schon eingewickelt haben, was? Das rote Band wird ihn ganz gut beschäftigen. Okay, hallo? Was gibt's? Seid ihr Brüder? Bei der Steuerfahndung sind wir alle Brüder. Oh mein Gott. Was habt ihr mit, wer ist euer Schneider? Was habt ihr mit Dr. Fred gemacht? Wir haben ihn nebenan sicher verstaut, während wir seine Bücher prüfen. Okay. Nein, du kannst ihn jetzt nicht sehen. Und denk nicht mal dran, irgendwie zu versuchen, ihn zu retten. Nein. Okay, also Dr. Fred retten. Wer ist euer Schneider? Sehr witzig. Wieso denn? Ich schaue mich nur um. Okay. Bleib sauber, Junge. Aber immer. Ist das ein W390B-Sinnreport? Nein. Hey, da kannst du nicht reingehen. Okay. Kann ich reingucken? Ich kann nicht glauben, wie durcheinander es hier ist. Aber wir können doch durchs Dach rein, oder? Gut, dass wir Dr. Friedmann schon eingewickelt haben, was? Also die Typen sind... Naja. Was ist, wenn ich denen den Vertrag aus dem Safe gebe? Und ich dachte, Plastikleucht im Dunkeln wäre eine gute Idee. Dwayne! Hallo. Bitte, ich bin zu deprimiert zum Reden. Och, Dwayne. Irgendwie müssen wir ihn aufheitern. Vielleicht mit einem Kaugummi? Besser nicht. Hau ab, ich bin beschäftigt. Okay, vielleicht was anderes. Hier, Hamster. Nein, Plastikkotze. Damit kann ich bestimmt was anfangen. Hau ab, ich bin beschäftigt. Auch nicht. Kaffee? Kaffee, komm. Hier, Dwayne, nimm einen Kaffee. Hau ab, ich bin beschäftigt. Trichter. Ich glaube nicht, dass ich die Idee mag. Tipp-Ex. Hau ab, ich bin beschäftigt. Ach komm, Dwayne, mach's mir nicht so schwer. Du willst doch bestimmt irgendwas haben. Hier, Hamster. Ja. Hau ab, ich bin beschäftigt. Telefon? Telefon?
Bild mit pokernden Hunden. Scherzpistole. Schon wieder eine Scherzpistole. Da komme ich von hier nicht dran. Also das ist ja schon die zweite Scherzpistole. Da komme ich von hier nicht dran. Ich weiß. Von hier aus kann ich ihn kaum sehen. Vielleicht muss ich ihn anrufen irgendwie. Es ist ziemlich klein. Hau ab, ich bin beschäftigt. Mauseloch. Also Mauselöcher gibt es hier ja so mehrere. Da, schaut mal. Vielleicht muss ich was durchs Mauseloch schieben. Moment mal. Es ist ziemlich klein. Eine Maus hatten wir doch in der Vergangenheit. Da spielte doch die Katze mit einer Maus oder mit einer Stoffmaus? Irgendwie so. Das könnte was bringen. Könnte. Vielleicht. So, wir müssen aufs Dach. Ja, ich wollte aufs Dach, ne? Nein, halt. Das war hier. Hier war das Dach. Schwupps. Na? Hey! Dr. Fred! Okay. Guckloch. Da sind ein paar Typen von der Steuerfahndung nebenan. Ja, okay. So, was haben wir noch? Seil. Können wir das nehmen? Schwupps! Okay. Dr. Fred. Dr. Fred? Schläft wohl noch. Schläft wohl noch. Dann braucht er... Er braucht Kaffee. Komm, Kaffee. Nö. Will er nicht? Vielleicht muss ich benutzen. Soll ich wirklich? Das Zeug ist ziemlich stark. Ja, mach es. Er ist in rotem Band eingewickelt. Ja, richtig. Nimm Dr. Fred. Au! Oh oh. Oh. Hey. Hey. Wo ist er hin? Ah, da bist du. Bleib einfach liegen und nimm es wie ein Mann. Genau. Nimm es wie ein Mann. Okay. Wir haben doch ein Seil bekommen. Warte mal. Benutze Seil mit Dr. Fred. Wollen wir ihn wieder zu? Ich habe ihn gerade erst ausgewickelt. Naja, okay. Scheint ziemlich stark zu sein. Bett. Ich will mich nicht überanstrengen. Och nö. Aber Moment mal, vielleicht das Seil mit dem Bett? Nö. Benutze Seil mit... Nö. Ah, du machst es mir nicht einfach, ne? Moment mal. War hier nicht eine Seilwinde oder Flaschenzug? Fahnenstange. Irgendeine Fahne brauche ich hier noch. Na, klappt das? Das klappt, okay. Warum? Warum? Ja, warum nicht? Ziehen. Nein, jetzt noch nicht. Jetzt noch nicht, aha. Warum? Nein, jetzt noch nicht. Jetzt noch nicht, okay.
Jetzt noch nicht. Gucken wir mal, wo das Seil runtergekommen ist. Schwingtür? Nein. Präsident krank, Tentakel übernimmt. Nein! Ich hab das Sagen. Nein! Tentakel übernimmt die Welt, das geht nicht. Toter Cousin Ted. So, wenn wir jetzt hier sagen, ziehen. Ich glaube nicht, dass das im Moment so gut ist. Okay. Benutze mit Vogelband. Das kann ich nicht machen. Und mit dem Cousin? Das geht. Bernhard, das sieht komisch aus. Wenn wir jetzt dran ziehen, na, gucken wir mal, Bernhard. Wobei, Moment mal, das macht tatsächlich Sinn, denn das ist ja eine Mumie. Ted ist eine Mumie. Und oh, mir fällt gerade was ein. Ja, ja, ja. Rotes Band. Rotes Band, schaut mal. Mir fällt gerade was ein. Nein, doch. Hier, rote Farbe. Rote Farbe. Mumie. Nö, ich mag es, wie es ist. Ja, das glaube ich dir. Wisst ihr was? Ich werde meine Idee in der nächsten Folge zeigen. Also, hat was mit der roten Farbe zu tun. Klar. Ich denke, ihr wisst schon, was ich damit machen möchte. Ja, aber jetzt mache ich erstmal ein kleines Päuschen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage, bis gleich.